Euch noch einmal einen wunderbaren schönen guten Morgen. Wenn man so aufgestanden ist und so sitzt und erwartet, was der Tag für einen offen hält und man es genießen kann in der Stille, in der morgendlichen Stille, dann beginnt man an, ruhig zu werden, runterzufahren. Und man nimmt jeden einzelnen Moment wahr. Er ist nicht geprägt durch Fleiß, nicht durch Aufmerksamkeit für das Geschehen, sondern das Geschehen geschieht in einem. Man hört sein Herz klopfen, man hört die Uhr ticken, man sieht, wie die Sonnenstrahlen durchs Fenster strahlen. Man wird ruhig. Und mit dieser inneren Ruhe sind wir wie immer in Gottes Hand. Und die Gottes Hand ist die Energie des Universums, die uns leitet, die uns trägt. Und ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Freitag. Ich danke fürs Zuhören.